Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Ritalin und ihr schaut über Games for You. Beginnen wir mit den Veröffentlichungsterminen der kommenden Woche. Am Mittwoch kommt das nächste Pseudo-Indie-Spiel von Ubisoft, Valiant Hearts The Great War. Der Donnerstag wird von Shovel Knight umgegraben. Sowohl Nintendo-Konsolen als auch PC können sich auf diesen Titel freuen. Am Freitag kommt Dynasty Warriors Gundam Reborn für die PS3, Grid Autosport kommt für PC und Old-Gen, One Piece Unlimited World Red kommt für mobile Konsolen, PS3 und Wii U, Sniper Elite 3 kommt für so ziemlich alle Konsolen, die nicht Nintendo im Namen haben, Transformers The Dark Spark kommt für alles. Damit sind wir aber auch schon durch mit den Veröffentlichungstermin und kommen zu den eigentlichen News der vergangenen Woche. Teilnehmer der Beta zu PlayStation Now müssen für Spiele bezahlen und die Preise sind laut Berichten happig. PlayStation Now soll das Streamen von PS3 Spielen und später auch anderen Spielen ermöglichen. Für Final Fantasy 13.2 sind folgende Preise interessant. Zum Beispiel 4 Stunden kosten $4,99, 7 Tage dann nur $7,99 und 30 Tage $14,99. Für 90 Tage zahlt man $29,99, da kann man sich das Spiel schon fast selber kaufen. Oder eigentlich kann man das selber kaufen. Destiny wird in Japan ein PS4-exklusiver Titel. Kickstarter öffnet sich ab Herbst offiziell auch für europäische Projekte. Philips verklagt Nintendo wegen einer Technologie, die in der Wii U benutzt worden ist. Das erste Verfahren vor einem englischen Gericht gewann Philips. Es folgen weitere in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern. Es wäre nicht das erste Mal, dass Nintendo Patente verletzt hätte. Damit kommen wir aber bereits zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage ciao ciao, bis zum nächsten Mal.